Gut, Leute, grüß euch. Ja, mein Name ist Brian. Ich gehe mal duschen, bevor wir weitermachen jetzt einmal. Hä? Kann ich nicht duschen? Was? Oh, das ist. Alter, das ist. Alter! Alter. Okay, kann ich nicht duschen? Ich will duschen, ich will meinen Dreck runterwaschen. Schweigerei. Gratis Wohnung und geduscht geht nicht. Ich will duschen. Huhu. Okay, wollen wir nicht. Oh. Mal schauen, was gibt's denn da? Achso. Toll ist ja. Oh, Immobilien. Okay. Ich will duschen. Das war jetzt mehr gut. Ah, jetzt da. Haha. Oh, ist das herrlich, duschen. Oh, den Dreck. Ah, oh, herrlich. Ah, da kann man gar nicht mitsingen. Das idiotische Mitsingen von PlayStation 4. Ah, tut das gut, Alter. Oh je, Baby. Ja, einen Stern, der deinen Namen trägt. Oh ja. Ah, männlich zeigt man vorne auch. Weiblich zeigt man nicht, aha. Oder ist das nur auf der PlayStation 4? Die Rücksichtsnahme. Schau, dass ich jetzt kein weiblicher habe. Diese Pose kenne ich gar nicht. So, genug Bond, Brian. Auf geht's. Ins nächste Einrichtung. Gestern haben wir ja. Falsch gehört, die wollen wir ja gratis gekriegt haben. Aber zuerst trinken wir ein Bierli, bevor es angeht. Ein Bierli geht immer. Voll Teufel. Ja, war schon ein bisschen. Naja. Naja. Mal schauen, einmal, wo die Spüler herkommen. Die Spüler herkommen einmal. Das ist aber immer wichtig. Buffet ist nicht verfügbar. Okay. Der hat auch erst mal hergefunkt. Gibt's noch Brühe? Schaut's aus. Alter, wen haben wir denn da? Na, viele Österreicher oder Deutsche haben wir da eigentlich in die Lopez eigentlich nicht. Wie Gott fürchte. Eigentlich Fichte. Naja, wurscht. Bierle haben wir, Garage betreten einmal.
Was habt ihr erwartet? Eine Luxuswohnung? Ja. Ja, am Anfang sieht jetzt der Bild noch wegen dem Fahrzeug. Vergiss das alles einfach. Vergiss das. Vergiss das einfach. Das ist alles unnötig. Das ist alles von. Oh, wie ich schon gesagt im Video. Das ist alles unnötig. 9 Kilometer. Ja, Kollege. Das Besondere an den ganzen Sachen ist natürlich, das wissen Sie wahrscheinlich auf der PlayStation 4, dass die Ranghöheren auf die Clan auch losgehen. Das ist ja nichts Neues, also das ist ja alles. Ja. Aber 8 Kilometer, da können Sie mir aber was, was vergessen. Jetzt probiere ich es wirklich einmal mit Pegasus. Und falls Sie mich anschießen, schießen Sie mich an. Scheiß drauf, aber das ist mir echt ehrlich gesagt. Und scheiß auf die 200, oder? Scheiß auf die 200er. Ja, weil da die 200er, die sind ja sowas. Bist du ja auch zu schalten auf Wasserstecker, die ja, zum Verkauf, du bietest ein paar Dollar. Naja, momentan kann ich mir das nicht leisten, Agent 14. Bin eine arme Sau. Ich muss einmal schauen, dass ich Personal zusammenbringe. Das ist der erste Schritt. Wäre nicht schlecht, wenn einer mal Fließüberfall anbietet, aber. Jetzt würde ich gerne einen Fließüberfall mitmachen. Naja, 70.000 haben wir da nicht, haben wir da 40.000 dazu kriegen. Haben schon mal 90. Ihr müsst jetzt ein bisschen rechnen. Was war da jetzt im letzten Video los am Schluss? Ja, war ein Mörder. Das war ein Mörder, der hat sich bei mir geglaubt, der kann sich wichtig machen. Und da hat er geglaubt, der kann mich anstessen. Da gibt es nur eine Variante, wenn euch ein Mörder am Arsch geht. Die Lobby wechseln. Da gibt es nur eins, die Lobby wechseln. Ja, also da gibt es nichts anderes. Wenn euch ein Motor am Arsch geht, geht euch am Arsch, der hat euch einen Backel. Ja. Aber da gibt es dann noch einen Weg. Ja. Die Lope wechseln. Echt das geil? Ah, was mache ich? Ah, okay, mein verdruckt. Ja, Leute. Na ja. Ah, ja, Leute. Ja. Oh je. Yeah. Ach, scheiß drauf.
And that's fair. Now it's 200 in the wish. Dann hat Name 200 in euch. Egal. Ja, momentan geht's ja. Momentan geht's ja. Die sind jetzt einmal nur 400 gewesen. Das ist ja noch im Rahmen, sag ich. Ja, also wenn man sich nicht einmal 400 GTA-Dollar leisten kann, dann soll man eh nicht GTA spielen. Ganz ehrlich. Ich hab vergessen, dass ich keinen Fallschirm hab. Ich wollte nur schauen, ob der Frager, ehrlich gesagt, Waffen am Bord hat. On Bord. Aber ich bin ja erst Rang 4. Und da habe ich auch noch keinen Fallschirm. Also. Naja, Leute, ich hab auf PlayStation 4 463. Bin am Weg zum 500er Rang. Sorry, Leute. Jetzt haben wir einen roten statt einen schwarzen. Ah, wurscht. Scheiß auf die Farbe. Hä? Ich habe mal eine Wegmarkierung gemacht. Achso, ich habe das nur. Okay. Ja, sorry, Leute. Aber wie gefällt euch jetzt momentan der Content? Ja, momentan fällt mir auch nichts ein. Ja, wir werden mal schauen, was für Eventwochen wir kriegen. Vielleicht mache ich da gleich weiter, PC. Weiß eh wurscht. Bis zum Sommer-Update. Schauen wir mal, was wir überhaupt kriegen. Und wie es da aktualisiert. Ja, das Enterman-Paket ist 94 GB groß gewesen übrigens. Ich glaube, das reguläre ist eh also nur 80, die normale Version. Und wenn das so nebenbei erwähnt. Und ich habe schon wieder Selbstmord gemacht, ich Trottel. Ah, jetzt reicht's. Er scheiße darf. Fahrzeug her. Jetzt fahren wir's. Ja, grafikmäßig muss ich sagen, ist eigentlich kein Vergleich. Also wesentlich flüssiger. Keine Mod habe ich bis jetzt installiert. Aber die Einstellungen direkt selber auch nicht. Also nicht glauben, dass ich da irgendwas umeinander gestellt habe. Das einzige, was ich umeinander gestellt habe, waren die Waffeneinstellungen, also volle Unterstützung. Zielobjektivierung, meine ich. Ja, wie gesagt, man hat aus kleiner Armswutschkerl fängt man an. Warum fange ich jetzt neu an? Ich will jetzt, habe ich eh schon gesagt, zeigen, was unnötig ist, was man wirklich braucht, was man unnötig gekauft haben. Und wenn man geschaut hat, habe ich euch eh schon gezeigt, wie das ist. 20 Euro und so. Ja, auf diesem Weg können wir ja ein bisschen plaudern über das Sommer-Update, was kommen könnte. Wie gesagt, ich habe sogar einen Charakternamen mir mittlerweile gegeben.
Habe ich einen Trailer gemacht. Ich heiße hier Brian O'Connor. Hieß einmal Frank Castle. Aber der ist tot. Weil ich Undercover-Polizist war. Und nach einem letzten Einsatz leider einen schweren Fehler begangen habe. Ja. Ursprünglich war es ja so geplant, dass ich Roleplay machen halt wollen. Aber Lucky7.de, also Lucky5.de, weiß nicht, vielleicht wollen die keine Österreicher, keine Ahnung. Obwohl ich bin, wäre ganz harmlos. Einer der harmlosesten Österreicher, was es nur gibt. So war bei meinem Fragebogen vielleicht nicht so offensichtlich, keine Ahnung, weil da musst du ja einen Fragebogen auch ausfüllen. Vielleicht hat der Tenniswert mit denen ein Problem gehabt. Der Besitzer dieses dieser wunderschönen Homepage oder Serverpage. Oder hat vielleicht der Herr Salazar, der Herr Allein den Rammel, was dagegen gehabt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wurde abgelehnt. 5-mal. Oder vielleicht, weil ich nicht Teamspeak habe, sondern Discord. Vielleicht sollte man das auch überdenken, dass vielleicht Discord die Zukunft ist. Und die meisten eigentlich auf Discord umsteigen. Und das Teamspeak eher weniger oder fast nicht mehr verwendet wird. Vielleicht sollte man das hier an Ort und Stelle überdenken. Ja, Teamspeak ist nicht mehr das, was einmal war. Und Discord ist auch wirklich einfach. Also das checkt sogar ein 45-jähriger Trottel wie ich. 46. Aber bei Teamspeak musst du Server, Port und was weiß ich alles einstellen. Aber beim Discord, da musst du noch einloggen und das war's. Da brauchst du nichts mehr umeinander stellen wie Server, Port oder was weiß ich und was bla bla. Das kapiert sogar ein 46-jähriger Trottel wie ich. Aber wie gesagt, das ist, können wir überdenken. Eben mit wem hat er telefoniert? Oh, interessant. Ja, das ist das, das wundert dich. Das wundert dich. Das
also unnötig. Habe ich selber nicht auf der PlayStation 4 übrigens. Wer unnötig ist. Also unnötig. Genauso das Fahrzeug, was er da jetzt fährt, ist unnötig. So, was steht da? Besuche die Seite von das. Hinten. Gut. Wähle die Option einrichten. Ja, der Bunker ist eigentlich gut. Also der ist wirklich very, very gut. Allein wegen der Forschung, wenn du was freischalten willst. Alleine, wenn du schon was verdienen willst, ist er gut. Aber, ja, jetzt kommt wieder das Aber. Jetzt kommt natürlich wieder das große Aber. Die Missionen sind nicht immer ganz ohne. Das muss man ehrlich, so ehrlich muss man sein. Ihr müsst jetzt nicht den kaufen. Ich habe auch den gehabt eine Zeit lang. Ja, mittlerweile bin ich da unten. Wer schön mittig ist zu Paleta Bay und zu Los Santos. Der einzige Unterschied ist jetzt da oben, dass du halt, wenn du Richtung Los Santos fährst, dass du halt weniger kriegst und nach Paleta Bay, also wenn du nach Los Santos kriegst, mehr und Paleta Bay weniger und hier ist umgekehrt. Du fährst nach Paleta Bay, kriegst mehr und Los Santos weniger. Scheiß drauf. Ja. Weil da sind wir Paleta Bay oder die Auswahl zwischen Paleta Bay, das hast du eh überall bei den Unternehmen. Ja. Darum sage ich, ist die Goldfischerei da angefuckt. Ja, also. Aber wir werden ja im Laufe der Zeit Geld kriegen. Und ja, wie gesagt, da hast du, wie gesagt, Bunker. Die Privaträume müssen wir nicht unbedingt haben. Ja, ihr seht eh, was das kostet. Schießstand unnötig. Waffenschrank unnötig. Transport unnötig. Ja, komplett unnötig. Ja, komplett unnötig. Also, ihr seht es schon unten, 1.265.000. Das ist ja Wahnsinn, was da Rockstar Games an uns verdient. Das ist komplett unnötig. Wie gesagt, ich habe schon in den etlichen Videos gesagt, ich bin nicht euch ein Vater, euch eine Mutter oder was auch immer. Ihr könnt machen, was wollt. Aber in diesem PC-Version möchte ich halt schon sagen, was ich zum Sagen habe. Und da
Sage ich, das ist unnötig. Ja. Das ist einfach unnötig. Ja, das Transport, das ist unnötig. Das ist nur zum Augame, kann ich sagen. Nur zum Augame. Ja, also, das sind nur Vorzeigeln zum Augame. Ja, zum Augame, zum wichtig machen. Ah, super, ha, ich habe es, yeah. Dass sich ein Kumpel sagen kann, hey, da schau her, was ich habe. Ja. Ich gebe es zu, ich habe es in meinem Bunker, weil mittlerweile auf der PlayStation 4 habe ich so viel Geld schon gemacht und so viel ausgegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für Plätze ich alles mal gekauft habe. Aber da nicht. Ja, also da muss ich sagen. Ja, da werde ich es nicht machen. Ja. Das ist auch irgendwie bei PC, dass sie sich da miteinander kommunizieren. Aber wie gesagt, das ist unnötig. Das ist nur, haha, da schau her, was ich hab. Unnötig. Ja, also das Transportmittel. Brauchen wir nicht. Genauso ein Waffenschrank. Brauche ich nicht. Macht euch eine Regel, wenn ihr es im Büro habt, einen Waffenschrank, ihr braucht ihn sonst nirgends anders mehr. Es habt nicht deswegen mehr Waffen als wie sonst. Ja, und wenn es wirklich nicht geht. Im Laufe der Zeit kriegen wir so viele Waffen freigeschaltet. Und ihr werdet merken, im Laufe der Zeit auch, die Waffen, die was alle freigeschalten werden, die habt ihr zwar, die werdet ihr zwar kaufen, habe ich auch gekauft, aber die werden wir alle nicht brauchen. Ich habe nur kurz mal das zu tun ablassen. Die brauche ich nicht, aber das. Ja, ich werde ja zeigen, welche Waffen ihr kaufen könnt, aber aufrüsten könnt. Überhaupt das Aufrüsten auf MK2. Ich habe die Möglichkeit dann, aber bei Forschung in der mobilen Kommandozentrale, wenn es die Werkstatt annimmt, eure Waffen aufzurüsten, ist auch Blödsinn. Es hat deswegen auch nicht stärker. Ja, das sind so Sachen natürlich, was ich im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre draufgekommen bin. Ja, was. Und der Schießstand ist auch unnötig, komplett unnötig. Da fahre ich zu einem Schießstand, zu einem Arme, da hin, und da kann ich genauso meine Übungen machen. Das ist das Gleiche, nur dass da halt privat ist. Ja, das halt privat, da ist halt keiner unter uns. Genauso der Privatraum ist Geschmackssachen, sage ich einmal. Gut, wenn Sie es unbedingt euch einparkieren wollt, kann man kaufen, unnötig, komplett unnötig. Ja, also, genauso die Bunkerstile, der ist scheißegal, wie der ausschaut. Ja, die müssen hakeln, auch so. Ja, was wichtig ist, sind die Erweiterungen. Die sind schon wichtig. Ja, die würde ich schon jedem empfehlen, bei allen Unternehmen. Ja, die möchte ich schon sagen, die sind schon wichtig. Ja, die sind schon wichtig. Ja, die müssen wir schon kaufen. Die Erweiterungen, die sind schon wichtig. Die würde ich schon empfehlen, auch beim Bunker. Da müssen wir uns ein paar Sekündchen wieder warten. Ah, der erste, was einen Kapuzzi-Job hat, und ich bin da beim Bunker. Und das um 3:30 in der Früh. Der erste, der was einen Kapuzzi-Job hat. Warum zögerst du, Kommandeure? Du magst doch Geld, oder?
Der erste, der was an Vegabucci-Job macht mit mir. Aber wie gesagt, das, was wichtig ist, sind die Erweiterungen. Die sind sowieso wichtig. Die Belegschaft. Ja, Belegschaft ist auch eingetroffen. Also schon langsam verdienen wir da auch. Die Belegschaft ist auch eingetroffen, endlich. Also es rennt da jetzt da. Aber wie gesagt, das lege ich schon ans Herz, dass die Erweiterungen kauft. Ja, die waren schon wichtig. Aber zu dem später, jetzt haben wir da mal die Einrichtung. Okay, also haben wir sie mal das Fahrzeug holen. Aber ich sag, die Erweiterungen sind schon wichtig. Ist halt ein bisschen Geld. Sag ich einmal. Die tat euch schon ans Herz legen. Ja. Naja, so unnötig sind sie nicht. Also da nehmen wir nicht sparen. Wenn ich das gar. Oh, beim Treiber da unten. Ja, also die, das würde ich schon zulegen. Ja, also. Das würde ich schon zulegen, ja. Im Endeffekt haben sie uns eh mit dem Enterprise-Paket gegeben, wo man eigentlich Geld macht. Also Geld und Koks. Würde ich noch nehmen. Also Geld haben wir. Und dann nehme ich noch eventuell Koks oder Hanf. Das Met und das Druckerei. Ist nicht so unternehmerisch, ja, dass man es nehmen muss. Ja, also, ihr könnt ja auch gar keine Unternehmer mehr nehmen. Ihr lebt mit den Dingen, was ihr jetzt momentan schon habt. Ja, falsch geht, warum nicht? Ja. Ich zum Beispiel jetzt. Ich hätte es nicht momentan, ich spare jetzt eh noch auf das Personal und auf die ganzen Erweiterungen und das Blabla hin. Also für mich ist es momentan eh nicht so relevant. Aber jetzt für euch, die auch im Jahr 2020 oder auf der PlayStation, das dann auch vielleicht eventuell PlayStation 5 natürlich neu anfangen. Guter Rat ist immer teuer, ich weiß, aber kauft's nicht zu viel. Es sei denn, man kann natürlich den Account übertragen. Dann ist es nicht schlecht. Dann kann man ja postwendend ja weitermachen. Aber ja, was rede ich jetzt noch alles? Ihr wisst ja das selber, das auch alles. Das ist alles. Alles sind der alles. Kostet alles Geld. Rockstar Games ist wurscht. Das ist jetzt eh.
Denen ist das wurscht, die haben da irgendwelche 0815er außer Event außer und haben eigentlich gar gesagt, kein guter Akzent, also ja, Akzent, sage ich, Content, sage ich. Gesagt, dann ist das jetzt wurscht, dann. Gut, dann werden wir das einmal einrichten. Wie gesagt, die ganzen anderen Sachen, die Schnitzeljagd und die Sachen will ich nicht machen, die 100 Karten. Aber das wird ich jetzt nicht noch mal in einem Video machen. Das würde ich außerhalb machen. Ja, das Grundkonzept, wir sind schon bald durch. Also wir haben in den letzten Videos gesehen, also es läuft momentan schon. Wir haben einmal falsch gehört, da ist das Personal auch schon da. Man kann ja ein zusätzliches Personal kaufen, wenn man will. Durch die Erweiterung. Aber ich sag, die Erweiterung lege ich schon euch ans Herz. Müssen. Müssen tut es gar nichts. Also ihr könnt es auch so reinlassen. Sag ich einmal. Ja. Aber ihr seid auch gesichert. Hoppala. Ihr seid angesichert. Von der Polizei und so, Verwarnung und das. Ja. Beim Bunker ist es halt so, dass die Forschung auch macht, Freischalz. Und da wird es halt fast Personal brauchen. Zusätzlich. Aber ich sag, das Aufrüsten von Waffen würde ich eher ablehnen. Ich habe meine Waffen auch teilweise aufgerüstet, aber im Prinzip sind sie auch nicht viel stärker als wie vorher. Naja, das ist leider das Problem. Das haben leider unsere lieben Modder alles ein bisschen tot gemacht. Das haben unsere lieben Modder leider alles tot gemacht. Ja, leider. Ich will jetzt nicht allen Schuld geben, unsere lieben Modder. Sind die Produzenten natürlich auch teilweise schuld, weil sie eben das alles ermöglichen, den Leuten. Und eben die Möglichkeit geben, dass sie das alles ein bisschen besser machen. Ein besseres Waffenarsenal, sage ich einmal, ne? Am Rande. Aber wie gesagt, das kann man leider nichts machen. Und ich hoffe, dass es auf PlayStation 5 besser wird. Also. Aber ich habe eh schon angekündigt, ich werde mir nicht gleich die PlayStation 5 kaufen. Werde ein bisschen warten. Werde natürlich weiterhin eben hier auf PC weiterspielen. Wieder Lebensprojekt. Jetzt eine Zeit lang. Und natürlich auf der PlayStation 4 werde ich natürlich weiterhin die Videos gestalten. Eventwochen oder vielleicht mache ich doch weiter auf dem PC, weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was besser euch gefällt, PC oder PlayStation 4. Mir ist egal. Nur, wie gesagt, auf PC werde ich halt meinen Senf halt dazugeben. Also da werde ich halt meine Meinung sagen, nicht? Also.
würde ein bisschen sagen, das ist ideal und das ist nicht ideal. Ja. Und unsere nächste Geldquelle ist eröffnet. Und momentan muss ich ehrlich dazu sagen, fällt mir auch nicht momentan was ein, was eigentlich interessant wäre, was man bringen könnte. Haben wir auch jetzt die Hitten voll. Ah, das ist jetzt eh. Gut, werden wir da mal schauen, was da was kostet. Eben da das hast jetzt dann da, also aber das ist ja bei jetzt eh nicht mehr erklären, das ist eh klar, ne, ich meine. Ich könnte jetzt zum Beispiel Versorgung kaufen oder stellen. 15.000. Ich hätte es momentan, aber ich will es nicht. Kannst natürlich stellen, ist natürlich immer günstiger, aber das ist auch zeitaufwendig. Personal verwalten. Habe es natürlich jetzt auch weiter wieder Immobilienkosten, wohlgemerkt. Da haben wir jetzt beide Bereiche. Also ich habe jetzt beide Bereiche freigeschaltet. Forschung und Produktion. Ihr könnt euch natürlich auch nur die Produktion machen. Aber am Anfang würde ich sagen, beide. Ihr könnt euch natürlich auch die Ausrüstung kaufen. Kaufen Sie diese Verbesserung, um bessere Ausrüstung zu installieren. Produktion und Forschung werden beschleunigt. Also, dass es schneller wird. Oder natürlich zusätzliches Personal. Regelbar. Je mehr Leute das habt, desto schneller geht's. Und natürlich die Sicherheit. Grundsätzlich muss ich jetzt dazu eines sagen. Hier ist wirklich alle drei empfehlenswert. Empfehlenswert. Ja, sind 2 Millionen circa. Diese 2 Millionen, was hier wirklich hinein investiert, ist eine gute Sache. Ja. Also die muss ich wirklich sagen, die kennt's wirklich von mir aus mit einer Shark Cards investieren. Also das, wie ich das gesagt habe, mit 20 Euro. Ja, habt diese mit 20 Euro Shark, 20 Euro PlayStation Karte, habt ihr das erinnern? Für diejenigen, die nicht aufpasst haben, nochmal zur Erklärung. Store. Diese zwei Karten, also die, diese hier und diese hier. Das sind 20 Euro. Habt circa 50, also 1,5 Millionen. Oder der Papa gibt euch natürlich mehr Geld, oder die Mama. Das weiß ich nicht, oder es könnt ihr euch mehr leisten. Dann könnt ihr euch die 40er kaufen und könnt schon ein bisschen was machen.
Oder habt ihr Urlaubsgeld? Oder habt ihr ein bisschen Geld zur Verfügung? Könnt ihr euch natürlich die kaufen. Aber grundsätzlich habe ich eh auch schon erklärt, in diesem 4-Karten-Bereich hat sich das bei mir immer abgespielt. Ja. Bei mir. Bei Play. Also. Abgespielt auf PlayStation 4. Gut. Hoppala. Das war die Maus. Gut. Das rennt jetzt auch. Gut, Leute. Heute haben wir einen Bunker. Im letzten Video haben wir falsch gemacht. Schauen wir mal, was Event kommt. Dafür Body im Auto kommt. Ja. Morgen gibt es dann ebenfalls. Schauen wir mal, was der Lester will. Schauen wir mal, was der Onkel Lester will. Ja. In dem Sinn, haut rein. Und grüß euch.